Gut, dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 7. Illegales Parken auf Carsharing-Parkflächen muss Konsequenzen haben. Antrag Bündnis 90, die Grünen Ortschaftsratfraktion. Wer Zeitung liest, hat festgestellt, dass sich das überholt hat, dass die Konsequenzen kommen, Herr Ruf. Ja, vielen Dank. Im Prinzip zeitgleich mit der städtischen Stellungnahme gab es ja eine Pressemitteilung der Stadt und es gab einen Artikel in der BNN und die Bottomline war so ein bisschen, die Stadt wird hart durchgreifen. Darauf sind wir natürlich gespannt. Es wäre erfreulich für Carsharing-Nutzer, wenn sich da ein bisschen was ändern würde. Aber es ist ganz klar, notwendig dafür sind Kontrollen, notwendig für Kontrollen sind Menschen, Personal, das wissen wir alle. Ich wollte die Anregung an der Stelle noch loswerden, falls das nicht vielleicht sowieso schon erfolgt. In der Statistik das illegale Parken auf Carsharing-Flächen gesondert zu erfassen, weil nur so wird der Effekt messbar und auch so wird messbar, wenn sich an der Situation etwas verbessert oder verschlechtert und nur dann kann man gegensteuern. Möglicherweise wird das schon erhoben, ich weiß es nicht. Als ich eine Anfrage zu dem Thema letztes Jahr im Juni gestellt habe, zum illegalen Parken in der Stadt, das die Stadt dann beantwortet hat mit, es gibt im Jahr 165.000 Fälle ungefähr, die, also das ist das Hellfeld wohlgemerkt, da war es noch keine gesonderte Rubrik. Aber vielleicht gab es damals auch noch kein Carsharing. Naja, dann habe ich noch eine Frage, auch die knüpft so ein bisschen an meine Anfrage von vor einem Jahr, die haben wir dann behandelt in der September-Sitzung 2020. Da hatte ich gefragt, damals gab es die App Wegeheld. Die hat Privatpersonen dabei unterstützt, Privatanzeigen bei den zuständigen Ordnungsämtern vorzunehmen. Also ich möchte an der Stelle auch klarstellen, ich finde es überhaupt gar nicht gut, dass es im Prinzip so viel illegales Parken gibt und so wenig Kontrollen durch jetzt öffentliche Organe, dass Privatanzeigen überhaupt erforderlich sind. Aber die Frage hier konkret wäre, jetzt hat Wegeheld und Wegli sind zusammengegangen, irgendwann, glaube ich, im Lauf des Jahres. Und jetzt ist die Frage, wie geht das Ordnungsamt, beziehungsweise konkret die Bußgeldstelle, wäre wahrscheinlich richtiger, wie gehen die mit solchen Meldungen über Wegli um? Das würde mich einfach mal interessieren, eine öffentliche Stellungnahme dazu zu erhalten. Weil wir gehen ja im Prinzip davon aus, dass das irgendwie ein systematisches Problem ist. Und im Hellfeld erfassen wir bestimmte Sachen. Und wir erfassen ja beispielsweise, dass ungefähr Faktor 100 liegt zwischen den geahndeten Vergehen auf Parkflächen, auf denen ein Ticket erforderlich ist, und beispielsweise illegalem Parken auf Radwegen. Und ich vermute, dass da jetzt nicht einfach wirklich 100 zwischen, also der Faktor 100 zwischen den Fallzahlen liegt, sondern dass da vielleicht auch ungleich kontrolliert wird. Vielen Dank. Wir geben die Frage entsprechend weiter. Diese Anregungen mit der Statistik könnten, ich habe gerade mit Herrn Rössler gesprochen, könnte man ja für den gemeindlichen Vollzugsdienst in unserem Bereich zumindest mal im Ansatz beginnen. Wir geben das aber auch insgesamt ans Ordnungsamt weiter. Herr Wenzel, sorry. Kein Problem, Frau Ortsvorsteherin. Ich habe nur eine Frage. Ich ziehe die vor, die durch den Artikel, der in der BNN stand und diesen heutigen Tagesordnungspunkt wurde ich angesprochen. An einen solchen Parkplatz, Carsharing-Parkplätze sind, jetzt meine Frage, ich kenne mich da nicht aus, Herr Ruf, aber Sie sind der Fachmann, für alle Carsharing-Unternehmen in Deutschland. Und warum sind Leihwagenunternehmen ausgeschlossen? Das wurde ich gefragt und ich habe gedacht, ich bringe es heute gerade rein, weil es Tagesordnungspunkt ist. Ich denke, weil ein Leihwagen kein Carsharing-Wagen ist, das wäre jetzt mal die einfachste Antwort. Und ja, ich glaube, der Dr. Noé, da gibt es dann so spezielle Zertifizierungen und Plaketten. Ja, also es gibt tatsächlich diese Plaketten und das wäre auch mein Wunsch. Ich bin auch, oder meine Frau ist auch Carsharing-Kunde beim Stadtmobil und die haben nicht diese Plaketten. Es gibt eine offizielle Carsharing-Plakette, ja, und das würde dann praktisch auch anderen Anbietern auch ermöglichen, dort auch zu parken. Wie wohlgemerkt, das sind keine Stadtmobilparkplätze, sondern es sind Carsharing-Parkplätze. Also auch da möchte ich dann anregen, dass man das auch mal alles offiziell gießt, dass man darüber auch aufklärt, dass man informiert. Eine Melde-App oder irgendwie sowas für belegte Carsharing-Parkplätze würde ich mir jetzt nicht unbedingt wünschen. Ja, vielen Dank.